Hallo! Hi! Wir haben heute einen Contest für euch, der von heute, dem 1. Oktober, bis zum 31. läuft. Und die Regeln sind diesmal ein wenig anders wie beim letzten Mal. Ihr könnt halt diesmal nur per Video oder halt per Slideshow oder halt per Fototutorial auf eurem Blog mitmachen. Also nicht E-Mail, sondern einfach Blog oder Video Slideshow oder halt gedrehtes Video. Wichtig ist aber meiner Meinung nach so immer, dass man ein Foto mit guter Qualität hochlädt. Also, dass wir ein Foto von euch haben, wo wir sehen können, wie der Look aussieht. Weil wenn man jetzt beispielsweise, wenn ihr diesen Look wie jetzt schminkt und man keine Nahaufnahme von diesem Look hat, die auch ein bisschen scharf ist, sondern nur irgendwas Verschwommenes, dann kann man nicht viel dazu sagen, ob es gut ist oder nicht. Also am besten wäre, wir verlinken euch nochmal ein Beispiel in der Infobox von einem Eye of the Day, dass ihr dann halt einfach nur hier so ein Foto macht, wo man nochmal direkt die Augen sieht am Ende, damit wir das dann genau betrachten können, euer Make-up. Ja, aber wir müssen erstmal das Thema verraten, Sis. Stimmt, wir haben ganz das Thema vergessen. Das Thema ist ein sehr lustiges und wir sagen einfach überhaupt nichts dazu, sondern ihr hört einfach den Titel und müsst euch dann irgendwas dazu Genau. Also wir ausdenken. sagen euch gleich den Titel und ihr macht dann das daraus, was euch dazu einfällt. Nämlich Süßes. Und Saures. Und jetzt wollen wir Genau. euch noch zeigen, was wir für Preise haben. Es ist natürlich klar, also alle Regeln sind da unten. Ihr müsst natürlich über 18 sein, sonst braucht ihr die Einverständniserklärung, falls ihr gewonnen habt. Innerhalb der EU könnt ihr mitmachen. Ja, Es gibt innerhalb nur der EU. zwei Gewinner dieses Mal. Du fängst an. Okay, ich stelle jetzt den zweiten Platz vor. Der zweite Platz bekommt eine von diesen heiß begehrten Handcremes von Essence aus der letzten Winter-LE. Dann gibt es dazu einmal diesen Cute as Hell Lidschatten in der Farbe 04 Date Me. Ein wunderschöner. Ich habe davon zwei, also noch ein Backup. Ich habe auch noch ein Backup, aber ich weiß noch nicht, ob ich es behalte. Ich liebe die Farbe. Dann haben wir hier aus der Secrets of the Past ein Lipgloss in der Farbe 01 Flower Fields. Er ist aber nicht so orange wie, also er sieht nur orange jetzt aus. Die waren ja nicht besonders deckend. Da waren die Leute sehr traurig damals. Das ist das. Und dann, ja, das war mein Handy. Das war nicht meins, meins ist unten. Dann haben wir einen Nagellack von P2 in der Farbe 230 Happy. Worauf ich echt neidisch Das bin. ist der hier. Also ich glaube, das ist eine richtig hammergeile Farbe. Vor allen Dingen das Schöne an den P2-Lacken ist, zwei Schichten und sie decken. Cool, ich werde unscharf. Ja, Ja, das und liegt dann haben wir daran. noch Preise, zwei Stück, Genau, ganz jeweils wichtig. für eine Platzierung von der lieben Tina gesponsert bekommen von ihrem Shop Night Findet ihr Factor. unter www.neid-faktor.de. Weil ich da bestellt habe und dann habe ich die Tine gefragt, Tine, ich will einen Contest machen, kannst du mir ein paar Kleinigkeiten zuschicken? Und sie hat richtig, richtig cool. Also ich dachte nicht, dass sie so viel. Nein, ich Ich hätte auch nicht. dachte, Ich dachte, sie legt uns eine Kleinigkeit bei. sie schickt uns so ein Armband oder so mit, aber Aber sie sie hat hat. uns zwei richtig coole Sachen gesponsert. Und nochmal ganz lieben Dank, Tine, dass du uns dafür was gegeben hast. Also am liebsten würden wir diese Sachen ja selber behalten. Ich glaube, das andere bestelle ich mir auch noch. Also das ist aber auch cool. Okay, also mein zweiter Platz bekommt hier sein geheimnisvolles Kästchen. Wir Funkel, sagen nicht, was funkel. drin ist. Und da ist was ganz Cooles drin. Also ich finde es sehr cool. Also ich finde es auch sehr geil. Ja, Also ich, wie also gesagt, ich würde es am liebsten selbst behalten, aber schenke ich dir zu Weihnachten, Hase. versprochen ist versprochen. Oh, cool. Dann weiß ich Ja. schon, was ich zu Weihnachten bekomme. Ja, und jetzt kommen wir zum ersten Genau, Platz. jetzt der spektakuläre erste Platz. Der spektakuläre erste Platz besteht auch aus einer Handcreme. Aber nicht aus Himbeere, sondern Apfel, Vanille, Njam. Ist jetzt auch wieder gut für den Winter. Genau, jetzt kommt der Winter. Dann ein Cute as Hell, den habe ich nicht mal mehr bekommen, nämlich Bad Girl. Dazu der passende Nagellack auch noch. Schön pastellig orange. Und aus der Secrets of the Past ein Lipgloss in Glittering Daylight. Also der ist sehr transparent und Daylight in your eyes. da ist Ja, passt richtig nicht. cooler Ist nicht goldener Glitter Auge. drin. Und jetzt kommt der Hammer. Also ich werde sie mir wahrscheinlich Der selber holen, aber Mega-Burner. Haltet euch fest. Setzt euch am besten hin, falls ihr steht. ja, die ist wunderschön eine Schleifenhandtasche. Also ich Die liebe ist Schleifen. süß. Und Ich das Coole ist, wir müssen ja noch hier, ne? ja aufmachen. Das Coole ist, ihr habt hier so einen Reißverschluss. Ja, ein Reißverschluss. Hier so. Dann habt ihr hier zwei, drei Fächer, ne, vier Fächer sogar und hier vorne noch ein fünftes Fach.
Also da, alle hier, 1, 2, 3, 4, 5. Wir durchführen dann, extra für euch jetzt eure Handtasche, falls ihr gewinnt. Dann habt ihr hier so einen kurzen Anhänger, hätte ich so einen, gesagt. Damit man so durch damit die ihr das so als normale kann. Handtasche tragen könnt. Und ein Schulterband. Als Schultertasche kann man das sehr praktisch tragen. Oh, und da ist noch eine sechste Tasche. Also ihr merkt, das sind sehr viele Taschen. Ja. Und ich finde auch, dass sie derzeit sind ja auch eher wieder so kleinere Handtaschen innen. Und ich finde, sie ist auch perfekt für jedes. Man kann sie zum Ausgehen benutzen, wenn man was Passendes hat. Aber hallo. Und ich weiß nicht, ich mache nochmal ein Foto auf meinem Blog mit den Preisen. Da unten wird der Blogbeitrag verlinkt. Sie ist schön so korallfarben, also nicht zu pink, aber auch nicht irgendwie so ein Tick orange, aber auch nicht zu orange. Und das gewinnt halt der erste Preis. Kennt ihr den Nagellack von Catrice, Meet Me at Coral Island? Der sieht genauso aus wie dieser Nagellack, also das ist auch unsere Nagellack-Empfehlung dazu. Ja, genau. Bekomme ich die dann von dir zu Weihnachten? Ja, machen wir. Wunderbar. Ja, ja, also... Gut, Weihnachtsgeschenke sind gesichert, ihr kennt eure Preise, ihr kennt die Regeln. Ja, sonst alle Regeln da unten gucken. Und bitte, bitte haltet euch an die Regeln. Sonst wird gnadenlos ausrangiert. Weil wir hatten das letzte Mal wirklich Leute, die haben erstens sich nicht an die Regeln gehalten, zweitens über die Preise gemeckert. Echt? Da haben wir echt... Geht gar nicht. Ja, da hat sie eine richtig tolle E-Mail bekommen. So, das war ja alles totale Scheiße, was du uns geschickt hast. Ja. Dementsprechend haben wir uns auch jetzt 2-3 Monate überlegt, ob wir überhaupt noch Contests machen oder nicht. Ach ja, noch ganz wichtig. Es wäre toll, wenn ihr Abonnent seid von uns beiden. Also wenn ihr jetzt gerade uns zum ersten Mal hier seht, dann dürft ihr uns natürlich abonnieren, wenn ihr Bock habt. Ja, wenn ihr auch, aber nur wenn ihr unsere Videos mögt. Genau, nur wenn, also wenn ihr jetzt sagt, oh ne, das ist, ich mache das Muss. Nur. Ich finde, es ist kein Muss, weil aber... Weil ich dann halt hier, ne? Gewinnen kann. Was gewinnen kann. Also wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Ja, wir. Das ist Cecil, ich bin die Ja, Hannah. Ich bin die Queen of Evilness und das ist die... Hannah. I, Hanako, I. Ja, also bei mir ist auch noch ein I, aber das schreiben wir euch nochmal alles in die Box. Ja, ja. Also einfach alles unten lesen, da ist das gesamte Wissen gesammelt. Genau. Gesammelte Werke in der Infobox. Und ja. Ja, das war es auch eigentlich schon. Der Akku ist auch gleich schon wieder leer. Okay, dann müssen wir jetzt leider Schluss machen. Alle Regeln in der Infobox. Wir würden uns sehr, sehr freuen über einige wunderschöne Beiträge. Genau. Das letzte Mal waren ja schon geile Beiträge dabei, aber dieses Mal wird es bestimmt noch härter. Bin gespannt. Okay, bis dann. Zeigt, was ihr könnt. Ich freue mich auf eure Beiträge. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!